Hallo Michi. Hi. Na? Na? Was macht der Heuschnupfen? Kickt rein, würde ich sagen. Wir haben uns jetzt mal eine einigermaßen windstille Location ausgesucht, um mal über dieses Fahrrad zu reden. Wahrscheinlich habt ihr schon erkannt, welches Fahrrad es ist und welches Fahrrad es mal war. Es ist das Bombtrack Beyond 2. So ist es. So, in der Größe XS, weil wie man sehen kann, ist jetzt für mich hier auch nicht die größte. Und im Original in Metallic Kackbraun. Das ist doch eher so irgendwie so Kaffeefarben oder so. Ich weiß es nicht mehr. Interpretationssache. Richtig. Und warum filmen wir das Ganze? Weil wir erstmal gut finden, dass die Idee von Bombtrack cool ist, ein Bikepacking-Fahrrad in XS rauszubringen. Aber die Idee war nicht so ganz zu Ende gedacht von Bombtrack. Und darum haben wir selber mal unser Werkzeug in die Hand genommen und haben das Fahrrad ein bisschen modifiziert. Und das wollen wir euch heute mal vorstellen. Für mich ist das Wichtigste natürlich, dass das Kackbraun oder Kaffeebraun oder wie auch immer wir es nennen wollen, gegen RAL 5001, meine ich, in einer Lackiererei in der Nähe von Nürnberg umlackiert wurde. In hervorragender Qualität, wie wir finden. Nee, es ist nicht lackiert, es ist pulverbeschichtet. Genau. In matt. In matt, genau. Auch ganz wichtig. Und es sieht dadurch trotzdem nicht nach Plastik aus, finde ich. Kommen wir mal zur Vorgeschichte. Erzähl mal, wie groß bist du? Ich bin 1,58. 1,58. Im Prinzip, ich fahre mein Leben lang schon Fahrrad. Aber ich habe mir halt immer gewünscht, auch mal ein Rad zu haben, das nicht so ein normales Stadtrad ist. Ich wollte immer ein Rennrad oder ein Gravelbike oder irgendwas, womit ich mal ein bisschen mehr machen kann. Ich habe es aber immer nicht eingesehen, dann auf Kinderräder oder Jugendräder auszuweichen. Also immer, wenn ich den Chris angehauen habe, ey, ich will irgendwie mal ein ordentliches Rad. Das sind übrigens Autos, die hier vorbeifahren. Es ist Vatertag und wir sind in Thüringen. Immer wenn ich den Chris angehauen habe, dass ich mal ein ordentliches Rad brauche, sind wir irgendwie bei Jugendfahrrädern gelandet. Und ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber das fühlt sich dann für mich einfach nicht mehr nach professionellem Bereich aus an. Das ist so. Es ist halt für eine kurze Lebensphase gebaut, ne? Für einen Jugendlichen, der noch ranwächst, da hat man dann Kompromisse. Ein einfaches Tretlager, eine billige Schaltung. Du hast kleinere Reifen, also oft wird die Größe dann auch über kleinere Reifen gemacht und irgendwie fühle ich mich dann, so doof das ist, benachteiligt. Ja. Ich will einfach etwas haben, das für mich als erwachsenen, kleinen Menschen gebaut wurde. Und da Rahmengrößen zu finden, sind wir wirklich über Jahre gescheitert. Bevor wir jetzt mal ins Detail gehen und uns das Fahrrad mal genauer anschauen, was waren denn so die Kernprobleme, die du so hattest mit Größe und Platz und so weiter? Genau, also wir hatten ja wirklich erstmal ein Fahrrad gefunden, darüber war ich super froh. Wir haben aber dann auch erstmal beschlossen, wir sind jetzt damit ein, zweimal unterwegs, ohne irgendwas anzupassen, einfach um für uns selber festzustellen, was sind die Punkte, die wir dringend angehen müssen, mit welchen Sachen kann man leben, einfach damit wir wissen, was gibt es zu tun. Und ich weiß noch genau die erste Tour, ich glaube, wir waren eine Stunde unterwegs und haben gerade mal 1 Kilometer oder so geschafft, weil wir permanent anhalten mussten, die Arschrakete nachjustieren. Ja. Und es war wirklich so, dass wir an einem schönen späten Nachmittag losgefahren sind und keine 2 Kilometer später mitten im Wald bei absoluter Dunkelheit standen, weil es nämlich schon Nacht geworden ist. Wir sind nicht vorangekommen, diese Arschrakete da irgendwie zu platzieren. Ich meine, klar, ich bin klein. Was soll man erwarten? Das Rad kann nicht irgendwie alles ausgleichen. Aber ich habe dann schon den Anspruch, ich will aber mit dem Equipment unterwegs sein können, das halt einfach dazugehört. Vielleicht erinnert sich einer von euch auch an unser erstes Video am Rennsteig, wie bepackt einfach der Chris war, weil ich gar nichts mitnehmen konnte mit einem anderen Rad. Und das wollte halt, ich nicht. Ja, das ist halt wirklich ein Problem, was ich auch sehe. Wenn wir bis jetzt unterwegs waren, dann war das immer irgendwie, ich hatte 1,5 Mann Gepäcksachen dabei und du hattest die Hälfte dabei, weil einfach kein Platz ist auf dem Fahrrad. Und wir wollen halt auch nicht mit dem Rucksack fahren. Ne? Genau. Also es muss
so das Minimum, das minimale Gepäck muss einfach an so einem Fahrrad unterzubringen sein. Und da stößt du bei XS oder bei 1,58 Meter so brutal an deine Grenzen, dass du im Prinzip schon Schlechtwetterfahren oder Herbst, Winter schon mal ausschließen kannst, weil du im Grunde ja nur Sommergepäck mitführen kannst, weil dann ist alles voll. Ne? Ich glaube, du hattest durchgängig Herausforderungen, die man kennt vom Thema Bikepacking, aber halt alles nochmal ein bisschen extremer. Ja. Weil halt weniger Platz dafür, noch weniger Platz dafür vorhanden ist. Und mir war es einfach wichtig, ich will vorne eine ordentliche Lenkerrolle unterbringen. Ich will eine nicht allzu kleine Arschrakete unterbringen, wenigstens so eine mittlere Größe. Mhm. Und ich will eine Rahmentasche finden. Und wir sind da eigentlich mit ein bisschen Suche überall fündig geworden. Ich bin zufrieden mit meinem Equipment. Aber es gibt halt so ein paar Sachen. Der Chris, der kann immer was verbessern. Hört nicht auf den. Aber ich bin zufrieden. Und das Ding ist aber, dass das funktioniert. Dafür musstest du halt wirklich basteln und einfallsreich werden. Ja, das sind... Also es hat natürlich auch Spaß gemacht, keine Frage. Ne? Also wenn es darum geht, was kannst du im Rahmen unterbringen? Und bei der Michi ist dann natürlich auch so, ja, das muss alles auch zusammenpassen. Mir gefällt schon das Abitura-Equipment und ich will unbedingt Abitura-Equipment haben. Und ja, also ich bin zum Beispiel einfach Fan von so einem Harness vorne. Also ich hatte davor so eine Ortlieb-Rolle und ich war furchtbar unzufrieden damit. Und wir haben halt geguckt, dass wir einfach einen Kompromiss finden, dass wir irgendwie die Sachen unterbringen, dass wir nicht in Schönheit sterben. Darum sieht so ein Rad dann auch immer irgendwann mal verbastelt aus am Lenker, wenn so viel Zeug dran ist. Aber dass wir auf der anderen Seite eben auch möglichst viel Gepäckraum schaffen. Und da finde ich, war es so, dass Bombtrack zwar eine XS-Größe rausgebracht hat, fand ich cool, aber so mit der Beleuchtung und so war das so nicht ganz zu Ende gedacht. Ja. Und wir gehen jetzt mal um das Rad rum und schauen uns mal die Details an und ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Was ich natürlich auch gerne und auch mit Leidenschaft gemacht habe, weil natürlich gehört zum Bikepacking auch dazu, dass du einfach gerne an einem Fahrrad bastelst. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe da halt auch das große Glück, wenn man da selber nicht so die große Ahnung von hat, dass ich da halt einfach jemanden kenne mit dir, der das gerne macht und der sich da halt auch auskennt. Ich glaube, ich für mich alleine wäre da halt schon wieder aufgeschmissen gewesen, wie ich das alles wirklich lösen soll. Genau, das war auch sowas, so, es war so ein, ja, ich habe jetzt das Rad gekauft und jetzt? Ne? Genau. Also so die ganzen Themen. Wie stellst du so einen Lenker ein? Wie stellst du die STIs, also die Brems-Schaltkombination, wie stellst du die Hebel ein, dass du bequem fahren kannst? Und das Erste, was wir damals gemacht haben, war ja erstmal das Lenkerband runterreißen, mit dem Inbusschlüssel losgehen und auf verschiedenen Strecken fahren, um mal rauszufinden, wie ist denn der Lenker ideal? Wie sitzt der ideal? Ist der Vorbau vielleicht zu kurz, zu lang? Müssen wir da was ändern? Müssen wir an der Stellung vom Lenker was ändern? Wo machen wir die Bremshebel hin? Und das hat schon einen Samstag gekostet. Ja, ne? Bis hin zu der Feststellung, dass der ganze Lenker nicht passt, weil er zu schmal für mich war. Genau. Also viele Kleinigkeiten, wo ich alleine nicht gewusst hätte, wie stellst du es fest und wie packst du es dann an? Ja, ja. Nee, hat Spaß gemacht, aber jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis zusammen an. Yes. Wir fangen mal mit dieser Öse an. Diese Öse gehört zu dieser Öse. Und durch diese beiden Ösen hat Bombtrack ein Kabel geführt für eine Lampe, die hier befestigt war. Das haben wir jetzt geändert. Die Lampe haben wir umgebaut. Die haben wir jetzt hier hingebaut. Weil bei einem Bikepacking-Fahrrad, das man auch nutzt, um sein Gepäck zu transportieren, nämlich mit der Arschrakete, kannst du halt hier keine anbringen, wenn da die Lampe ist. Nicht bei meiner Größe. Nicht bei einem XS. Das war mal die erste Modifikation, die wir vorgenommen haben. Ihr seht jetzt auch hier schon so einen Bügel. Der Bügel ist an sich erstmal dafür gedacht, dass die Arschrakete nicht so hin und her wackelt, wenn sie dran ist. Und dass man hier noch Flaschen montieren kann.
Ich hatte das Ding bei der GST dabei, also nicht das hier, weil bei der GST ist es dann hier gebrochen und die Flaschen sind davon geflogen. Und da hatte ich mir überlegt, es wäre aber eigentlich eine ganz gute Idee, für hier für einen festen Abstand zu sorgen, wenn man hier die Arschrakete reinsteckt, dass sie eben nicht hinten immer aufsitzt, was sehr schnell passiert, weil das halt hier einfach wirklich ein enger Raum ist. Ich glaube, das sind keine 20 Zentimeter. Dafür habe ich eine Gewindestange gekauft, habe die hier reingedreht, habe hier eine Kunststoffhülse drüber geschoben und habe das Ganze hier mit Schraubensicherung festgemacht. Also das kriegst du auch nie mehr auseinander. Aber wir haben damit so einen Schutzbügel zum Reifen, wo wir auf jeden Fall so viel Freiheit haben, dass die Arschrakete jetzt nicht mehr auf den Reifen aufsetzt. Der nächste Punkt war, dass Bombtrack hier einen Lenker verbaut hat, der nur in der Mitte den Durchmesser für die Klemmung hatte und dann hier verjüngt war. Was dazu geführt hat, dass du eigentlich nichts an diesen Lenker in irgendeiner Form montieren kannst. Ja, genau. Und hier in der Mitte war auch noch das Licht. Was haben wir da gemacht? Erstmal haben wir einen Lenker mit Flair gekauft. Einfach damit auch ein bisschen mehr Platz ist, um hier eine Rolle unterzubringen. Und hier trotzdem noch unter den Griff, in den unteren Griff greifen zu können. Und wir haben diese, wie auch beim Specialized, diese Stange hier montiert, damit wir einfach die Lenkerrolle auf dieser Stange aufstützen können, damit die hier nicht am Rahmen reibt beim Fahren. Genau, und dann haben wir das Licht genommen und haben das an den Aero-Bars, die ziemlich essentiell sind beim Bikepacken, wie ich finde, haben wir das Licht weiter vorne montiert, sodass die Rolle unter dem Licht ist und wir den Lichtkegel vollständig ausnutzen können. Die Aero-Bars sind noch nicht ganz fertig. Da haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die von Redshift genommen. Die kann man hier sehr schön auftürmen, um auf eine angenehme Höhe zu kommen, weil es geht ja jetzt nicht irgendwie um Windschnittigkeit oder Ähnliches, sondern es geht darum, Technik unterzubringen. Es geht darum, auf langer Strecke mal den Griff zu wechseln. Oder es geht auch schlichtweg einfach mal darum, hier eine Bäckertüte drauf zu tun oder eine Jacke reinzuflechten, um unterwegs irgendwo sein Zeug verstauen zu können. Dafür haben wir von irgendeiner, ich kenne die Marke nicht, wie heißt sie? Egal. Haben wir hier so eine Aluminiumhalterung gekauft, an der wir das Wahoo festgemacht haben. Dann haben wir so eine Lampenhalterung hier gekauft, die ist von Lupine. Die haben wir unten an diese Halterung festgemacht und konnten damit hier schön den Winkel einstellen, wo wir die Lampe platzieren. Und man sieht jetzt, wenn ich die Kamera so hinhalte, sieht man es ein bisschen. Wir haben hier hinten ein bisschen Raum geschaffen. Hier. Das heißt, die Lampe ist jetzt gut platziert. Wir können sie voll ausnutzen. Sie ist nie im Weg. Und sie ist auf einer Höhe, wo wir jetzt auch keine Schatten vom Reifen oder Ähnliches sehen. Sie ist eigentlich perfekt positioniert. Was haben wir noch gemacht? Hier haben wir noch die Halterung für einen Kilometerzähler hingemacht. Also wir fahren immer mit einem Kilometerzähler, der die ganze Zeit drauf ist, der also die Gesamtkilometer des Fahrrades misst. Und eben mit einem Wahoo für einzelne Touren, Navigation oder auch Kilometerzählen von einzelnen Touren. Genau, was wir noch machen müssen, ist, dass wir die Dinger hier noch kürzen. Wir haben jetzt gesagt, wir fahren erstmal mit denen so los und gucken, ob das von der Länge her so passt. Und wenn wir das justiert haben, kürzen wir die hier mit dem Rohrschneider ab, damit es ein bisschen aufgeräumter ist und nicht mehr im Weg ist, wenn man mal im Wiegetritt fährt. Wie gesagt, ein Rahmen in Größe XS, da ist Platz natürlich auch so ein Thema. Das haben wir auch gemacht, dass wir hier mit diesem Top-Peak-Adapter die Flaschenhalterung nach unten gesetzt haben. Und das ermöglicht uns jetzt hier 750 ml unterzubringen, ohne an den Reifen zu stoßen. Das war auch noch ein Thema. Die komplette Verkabelung haben wir mit so, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, das mache ich eben, sieht immer hässlich aus. Aber habe ich an allen Rädern im Einsatz, damit sind die Kabel einfach geschützt. Auch Bremsleitungen sind geschützt, ist jetzt hier bei einer mechanischen Scheibenbremse nicht so wichtig wie bei einer hydraulischen. Aber dennoch diese Leitungen so zu verwickeln, finde ich absolut genial.
Man sieht es auch hier, wie es ins Rahmen reingeht, wenn man da mal hinstößt, man kann nichts abschaben. Das Ganze haben wir dann hier, wo wir aus dem Rahmen wieder rauskommen, genauso gemacht. Hier sieht man es. Ne? Und dann haben wir das Stromkabel, ich halte mal die Kamera so hin, haben wir das hier einfach in die Bremsleitung mit reingewickelt und gehen hier wieder weg bis zur Beleuchtung. Von Redshift haben wir diese Aufleger hier noch drunter gebaut. Die kann ich nur wärmstens empfehlen, weil man sitzt einfach, wenn man hier die Hand auflegt, einfach auf einer breiten Auflage. Das ist sehr angenehm, gerade bei längeren Strecken, dass man nicht hier so bei einem dünnen Lenker, bei einem dünnen Griff quasi dann irgendwann so Druckstellen auf der Hand hat. Das ist dann auch mal ganz angenehm, wenn man im Sommer ohne Handschuhe oder so fahren will, dass man mal Luft überall rankriegt. Dann sind die Dinger hier sehr komfortabel. Kosten, glaube ich, das paar 30 Euro. Also ist auch gut bezahlbar. Weil wir gerade so schön dabei sind, wollte ich auch noch mal ein kleines Update machen zu dem Specialized Diverge, das wir letztes Jahr gekauft haben. Das war ja ein schönes, cleanes Fahrrad. Ich habe mich sehr daran erfreut, aber ich musste so viel daran umbauen, verbauen. Ja, bis es einfach meinen Vorstellungen, meinem Ideal entspricht. Und jetzt gucken wir da auch gleich mal drüber und schauen mal, was wir da alles verändert haben. Analog zum Bombtrack haben wir auch hier die Beleuchtung nach oben und nach vorne versetzt, damit wir hier möglichst viel Raum haben für unser Harness, für die vordere Gepäcktasche. Auch hier die Stange, die einfach die Gepäcktasche von den Leitungen und vom Rahmen fernhält, bin ich sehr zufrieden mit. Dann habe ich auch von Redshift diese Auflage hier verbaut und hier unten noch diese Griffenden. Die sind auch sehr praktisch, wenn man im Wiegetritt fährt, wenn man ein bisschen mehr beschleunigen möchte und so weiter, hat man hier einen sehr, sehr guten Halt und der Druck verteilt sich einfach besser auf die Handfläche. Gut, so Kleinigkeiten durch diesen Lenker, der einen sehr starken Flair hat, stehen die Bremsen sehr weit außen. Da habe ich jetzt einfach einen Schrumpfschlauch drüber gemacht, weil man möchte halt diesen schönen Bremshebel von der GRX nicht gleich zerkratzen. Meine Halterung vom Handy ist jetzt die Fitlock. Das Handy ist hier sehr gut drin untergebracht. Mache ich dann gleich nochmal ein Foto mit dem anderen Handy, dass man sieht, wie das hier drin liegt. Das ist sehr geschützt. Wahoo ist hier oben. Hier habe ich noch so einen Steg eingebunden, über dem ich noch eine Batteriebeleuchtung zur Sicherheit hinmachen kann, damit ich da wirklich gerüstet bin. Die Fitlock-Halterung ist an einer Powerbank festgemacht. Die Powerbank wird über Nabendynamo geladen. Und da fehlt mir noch so ein bisschen ein Schalter, wo ich umschalten kann zwischen Fahrlicht und eben der Akkuladung oder der Powerbank-Ladung. Ja, dann, was haben wir noch gemacht? Ja, Kleinigkeit, es ist hässlich, aber es ist einfach ganz praktisch, wenn man was hat. Hier ist die Klingel verbaut. Sieht man nicht, finde ich ganz angenehm. Dann habe ich mir Halterungen hingeschraubt für die vorderen Taschen. Wo es die ganzen Teile gibt, machen wir noch eine Liste. Die hängen wir an den Film unten dran. Da habe ich meist das Zeltequipment in den Apidura-Taschen angehängt, dann ist es auch nicht so schwer, weil Carbon, das will ich jetzt nicht unbedingt zu sehr belasten. So, wenn wir mal weitergehen, habe ich mir hier die Redshift-Sattelstütze gekauft. Der Vorteil, ich habe zwei Positionen, die hier ist ein bisschen bequemer. Möchte ich ein bisschen zügiger fahren, kann ich die nach vorne klappen und habe einen steileren Winkel aufs Tretlager und kann dann entsprechend mehr Gas geben. Hier hinten habe ich mir die Flaschenhalterung hingebaut, kann ich also sehr empfehlen. Das ist von Topic. Diese Halterung hält Bombe. Also da ist wirklich alles safe da hinten. Dadurch kann ich jetzt natürlich keine Arschrakete mehr nutzen, aber ehrlich gesagt will ich auch nicht mehr, weil ich finde, eine Arschrakete sieht toll aus, aber ist unheimlich unpraktisch für meine Anforderungen. Ich habe mir das Quick Rack hier von Ortlieb zugelegt und habe hier meine
die kleinen Ortlieb-Satteltaschen, die eigentlich für vorne gedacht sind, laut Ortlieb, die habe ich hier hinten dran und bringe mein Gepäck super unter. Die Schaltung habe ich modifiziert, damit ich hier ein größeres Kettenblatt unterbringen kann, habe ich mir den Roadlink von Wolftooth geholt und komme jetzt hier, ich glaube, auf 46 oder 48 Zähne. Bin ich sehr zufrieden mit, kann ich empfehlen, funktioniert wunderbar. Viele sagen ja, das Ding hier ist eine Sollbruchstelle und geben viel Geld für Gabaruck und was es da alles gibt aus. Aber ich muss sagen, ich bin einfach so, wie das ist, bin ich sehr zufrieden mit. Das große Kettenblatt, da habe ich mir ein ovales Kettenblatt verbaut. Ich muss sagen, jetzt Resümee nach 2.000, 3.000 Kilometer, das ist super, kann ich also nur empfehlen. Ich habe einen Nabendynamo verbaut, den Sohn Nabendynamo, und habe im Rahmen dann mein Licht geführt. Da habe ich auch das Supernova-Rücklicht, wie die Michi hat, mit dem bin ich sehr zufrieden. Das Ding ist ganz gut, das ist der Radar, das Vario von Garmin, das spricht sowohl mit meiner Uhr als auch mit dem Wahoo. Das heißt, wenn ich auf der Landstraße in Aerobars fahre und träume da vor mich hin, dann kriege ich zumindest eine Warnung, wenn von hinten irgendwie ein Auto kommt, damit ich dann entsprechend aufpasse, wenn es mich überholt. Auch ich habe die Redshift Aerobars verbaut, ich habe die auch in der maximalen Höhe verbaut, damit ich da sehr bequem und sehr lange drin fahren kann. Als Sattel habe ich den C15, den Brooks, den Cambium gewählt. Den habe ich auf allen Fahrrädern drauf. Ich würde, glaube ich, keinen anderen mehr fahren. Bin super zufrieden mit dem Ding. Die Flaschenhalterungen sind die von Lessin. Die sind sehr robust. Ich habe früher ein paar Mal einfach nur auf leicht geguckt bei den Flaschenhaltern. Habe immer mal keine Flasche verloren. Mit den Dingern kann da nichts mehr passieren. Das ist alles super stabil. Ja, also man sieht schon, ich habe das ganze Rad mit Folie verklebt und man sieht an der Stelle hier, das hat sich auch rentiert, einfach um das Carbon zu schützen. Beschriftung ist damit auch weg und man sieht nicht gleich, gut, der Profi erkennt es, was es ist, aber man sieht nicht gleich, was für ein Fahrrad es ist. Und ich habe mir halt versprochen, dadurch mit dieser ganzen Folienkleberei schütze ich den Rahmen ein bisschen, damit er mir nicht irgendwie Kratzer kriegt oder kaputt geht. Das ist so mal das Update. Habe ich was vergessen? Es gibt eine Sache, die muss ich mir vom Chris bei jeder Reise anhören, mindestens einmal pro Fahrt. Was denn? Wie extrem wichtig sein Rückspiegel ist. Also das teile ich noch gerne mit euch, diese Information. Der Rückspiegel, der muss sein. Der Rückspiegel ist das wichtigste Equipment. Den kann man während der Fahrt wunderbar verstellen, je nachdem, in welcher Position man sitzt. Ich würde nie wieder ohne Rückspiegel fahren. Und du wirst es auch noch lernen. Gucken wir mal. Gut, dann sind wir durch. Aktuelle Stand ist übermittelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.